Hallo liebe StuggiTV-Zuschauer, wir sind heute unterwegs auf der Langen Nacht der Museen, wo wir uns, denke ich mal, die ein oder andere kulturreiche Attraktion anschauen werden. Hinter mir seht ihr das Mercedes-Benz-Museum und da werde ich jetzt mich gleich mal umschauen und schauen, was mich da erwartet. Auf geht's! Im Mercedes-Benz-Museum angekommen, seht ihr jetzt hinter mir schon verschiedenste Rennwagen, die früher auch schon mal durch verschiedenste Strecken gefahren sind. Am liebsten würde ich mich jetzt auch reinsetzen und damit eine Runde fahren, aber ich glaube, das würden die Verantwortlichen nicht so gut finden. Ein Autounfall hatte ich zum Glück noch nie, deshalb bin ich auch noch nie in den Genuss eines Airbags gekommen. Das werde ich jetzt gleich mal nachholen und schauen, was der denn so aushält. Auf geht's! Ja, also ganz okay, würde ich mal sagen, aber ich glaube, mir ist es lieber, wenn ich das nicht erlebe. Der neue Papst ist gewählt und ich befinde mich jetzt hier vor dem alten Papamobil, mit dem Papst Johannes Paul II. 1980 bei seinem Deutschlandbesuch durch die Gegend kutschiert wurde. Auch da würde ich mich gerne mal reinsetzen, aber ich glaube, die Securities haben da auch was dagegen. Hier im Mercedes-Benz-Museum bei der Dance Night steppt nachher noch der Bär. Ich gehe jetzt eine Runde feiern und schauen, was es auf der Langen nach der Museen noch so zu sehen gibt. Als nächsten Programmpunkt haben wir jetzt auf der Liste stehen Russen-Disco mit Rotfront, die ultimative Partyband. Geil, Hammer, Beats, Mucke, Party, auf geht's! Leute, was eine Scheißparty. Keine Musik, keine geilen Leute, ich brauche jetzt irgendwas mit A. Und zwar schnell, sonst werde ich richtig ärgerlich. Tschüss. Ja, liebe StuggiTV-Zuschauer, ich sehe gerade, wir hatten die falsche Party erwischt. Ich hoffe jetzt mal, auf der richtigen Russen-Disco geht's jetzt ab. Auf geht's. Leute, das ist die richtige Russen-Disco und ich geh jetzt mal ordentlich feiern. Ihr kommt mit, auf geht's! Ja, die Russen-Disco war dann doch im Endeffekt geiler, als wir gedacht haben. Das war's aber jetzt auch schon bei StuggiTV mit unserem kleinen Einblick in die Lange Nacht der Museen. Konnten natürlich nicht alles zeigen, aber wir hoffen, dieser kleine Ausschnitt hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.